zu schmeißen. Big question, ja oder nein? Da lässt er nichts anbrennen. Kurz im Kopf nochmal durchgegangen. Und here we go, Andy. Foot jam und es geht schon. Wow, mit dem Hooper 360. Oder Fast Plant 360 in den Castle Drop. Boah, ich glaube, das waren drei Barspins hier mit dem 450 über den Hip Jump. Und der Barspin-Berg, das waren auf jeden Fall drei. Wundern tut's mich nicht. Interaktion mit den Fans. Der muss natürlich seinen Lenker wieder ausdrehen, sonst gibt's da Kabelsalat. Wow! 360 Tailwind. Schön früh gecatcht das Ganze. Und jetzt Augen auf den nächsten Bruder. Unfassbar. Double Tailwind nach unten. Macht zwei Double Tailwind. Unfassbar, wie schnell das Ding war, wie gepeitscht das war. Augen auf die Special Vorderfeld mit der massiven hohen 240. Der war richtig hoch. Jetzt gibt's nochmal den Alley-Hoop Whip. Und ja, noch ein schöner Whip to unturn down the 70 raus. Lang nicht gesehen, nur was. Oh, 360 up. Yeah. Oh, we're going tech. Nutzt das Ding wie kein anderer bisher im Riders Lineup. Was haltet ihr bisher von Emil Johansson? Also gönnen wir ihm auch mal die ein oder andere Verschnaufpause nach diesem absoluten Trickfeuerwerk, was er hier ausgepackt hat. Lässt hier absolut nichts anbrennen. Wieder im ersten, zweiten oder im dritten District. Zwei hat er wohl noch vor sich. Der Dirt District und der Finale. Big Air District, bevor wir Emil hier unten im Ziel begrüßen dürfen. Und es scheint, als wenn er bereit wäre, Andy. Here we go. Letzter Rider, letzter Run hier. Für Emil Johansson, Double Truck Driver, Backflip, 360 Downside Tailwhip und 360 Tailwhip to Upturn Down, gefolgt von einem wunderschönen Tailwhip in der Quarterpipe. Ja, auch da war kein Fehler zu erkennen. Klatscht nochmal in die Hände, gibt dir nochmal Motivation mit, wenn er sich